Willkommen zu diesem neuen Video, herzlich willkommen und ihr seht ja hier schon auf meinem Tisch aufgebaut das Thema Wasser. Ja, und die Ilana hat ja schon lange ein Problem mit der Thematik Wasser. Derjenige, der mich schon länger verfolgt, weiß vielleicht, dass ich vor einem Jahr ein Buch gelesen habe, was so ein bisschen meine Denkweise zum Thema Wasser komplett verändert hat. Ja, und seitdem habe ich dieses Problem und bin immer auf der Suche, Mensch, was mache ich denn? Trinke ich aus Glasflaschen, hole ich mir die Plastikflaschen? Hole ich mir einen Wasserfilter, was ist die beste Lösung, habe mich da informiert, habe mit ganz vielen Menschen auch gesprochen und habe jetzt für mich eine super, super Lösung gefunden und habe dann auch Kontakt genommen, aufgenommen mit der Firma, von der ich total begeistert bin und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Video heute, euch vorzustellen, was meine neueste Errungenschaft ist. Und ich bin heute nicht alleine da, ja, ich weiß, ihr seht hier niemanden, aber wir haben hier jemanden aufgebaut. Und zwar ist es der Stefan, den werde ich euch gleich hier einblenden. Und der Stefan ist von der Firma The Local Water. Und der ist eigentlich seit der Geburtsstunde von Local Water mit dabei im Team. Und ja, Stefan, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, ein bisschen was zu Local Water erzählen, sodass wir ein bisschen reinfinden in die Thematik. Ja, hi erstmal. Genau, ich bin der Stefan, ich bin quasi von Anfang an mit dabei. Wir sind ein Unternehmen aus Hamburg, ein recht junges Unternehmen, uns gibt es seit 2017. Ja. Und ja, unsere Philosophie ist es, dass wir den Menschen Leitungswasser wieder schmackhaft machen wollen, indem wir es quasi mit unseren Wasserfiltern, die wir anbieten, sehr, sehr toll aufbereiten können. Ja, perfekt. Und zum Thema Leitungswasser habe ich auch mal, um das zu verdeutlichen, wie die Wasserqualität jetzt bei mir zu Hause ist, ein Glas Wasser vorbereitet und ihr werdet jetzt gleich schockiert sein, aber tatsächlich ist das das Wasser, mit dem ich über Jahre lang gekocht habe, meine Lebensmittel gewaschen habe, Obst und Gemüse und auch getrunken habe, wenn ich notfalls mal kein Wasser daheim hatte. Und das müsst ihr euch jetzt mal anschauen, das ist hier nicht gefaked oder so, ich war selber komplett erschrocken. Das ist das, was mein aktuelles Leitungswasser mir gibt. Also es ist total krümelig. Ja, ich weiß nicht, was da für Partikel drin sind. Das wird uns der Stefan mit Sicherheit besser erklären können. Aber es sieht nicht gerade appetitlich aus, das Ganze jetzt hier trinken zu wollen. Stefan, vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen, was denn genau gefiltert wird. Also unsere Wasserfilter filtern, wie du schon sagtest, gerade diese typischen Feinpartikel, die sich auch in den Rohrleitungen befinden, solche Ablagerungen, solche Grobpartikel, aber darüber hinaus auch noch vieles, vieles mehr. Also die Coplus-Patrone, die du auch nutzt, ist absolut bakteriensicher. Filtert Hormone, Medikamentenrückstände, Pestizide, Herbizide, Fungizide, Schwermetalle, Hammer. Chlor, auch Mikroplastik bis zu einer Teilchengröße von 0,35 Mikrometern. Jegliche Gerüche als auch Verfärbungen, die im Wasser sind, das ist tatsächlich auch wichtig. Also man muss natürlich ganz klar sagen, dass unser Leitungswasser in Deutschland zu großen Teilen wirklich bedenkenlos trinkbar ist. Wir haben ein sehr gutes Leitungswasser, aber es gibt halt auch für viele Stoffe keine Grenzwerte, die quasi in den Wasserwerken dann eben doch nicht berücksichtigt werden, diese Stoffe. Und da spreche ich vor allen Dingen von Medikamentenrückständen, von Antibiotika, von Hormonen, all das, was über die Massentierhaltung, aber auch über uns ins Wasser gelangt. Genau. Sowie auch zum Beispiel Pestizide wie Glyphosat, was aus der Landwirtschaft ins Wasser gerät. Und all diese Dinge können unsere Filter filtern. Perfekt. Und das gefilterte Wasser habe ich jetzt auch mal hier vorbereitet. Und jetzt mal zum Vergleich würde ich mal sagen, lieber Stefan, ich mache jetzt mal hier parallel einen Geschmackstest, weil das ist ja auch das, wo ich einen krassen Unterschied gesehen habe oder geschmeckt habe. Ne? Also das eine ist ja, dass man hier, wenn man die zwei Gläser einfach vergleicht, sieht, dass das eben komplett mit Partikeln besetzt ist und so leicht gräulich ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie klar dieses Wasser ist im Vergleich. Ja, also es ist einfach verrückt. Hätte ich selber nicht geglaubt. So, und vom Geschmack her muss ich ehrlich sagen, es schmeckt einfach viel milder und sanfter. Und tatsächlich ist es so, seitdem ich dieses Wasser trinke, ich habe es ja jetzt schon seit ein paar Tagen, seit über einer Woche ungefähr, habe ich mich total daran gewöhnt. Und jetzt habe ich gestern mal zur Vorbereitung auf das Video, habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt nochmal mein altes Wasser. Ist verrückt, ich kann es nicht mehr trinken.
ja, es ist tatsächlich. Ich spüre richtig, wie brüselig das ist. Es ist richtig hart auch so, ne? Es schmeckt einfach nicht so mild und sanft. Es ist so wie leicht, als wäre es so leicht süßlich, das gefilterte Wasser. Ja, genau, genau. Das ist vor allen Dingen auch, das sind vor allen Dingen Schwermetalle, die auch so ein bisschen wegfallen und das Ganze, was sich so in den Rohrleitungen ablagert, das ist dann meistens auch das, was das Wasser so hart macht, ja. Es ist aber nicht so. Ja, es ist aber nicht so, dass es die Mineralstoffe filtert. Ne? Also da ist trotzdem noch das, was man auf der Rückseite von den Flaschen ja häufig sieht, ist ja, dass da zum Beispiel Calcium drin ist, Magnesium, Natrium und so weiter. Diese Mineralstoffe sind schon noch weiterhin drin, richtig? Genau, also unsere Filterpatrone Co Plus filtert keine Mineralstoffe, lediglich in so gröberen Partikeln, aber ein Großteil ist ja in einem aufgelösten Zustand im Wasser und wird dann halt eben auch nicht gefiltert, ja. Das heißt auch zum Beispiel, dass wir jetzt nicht unbedingt Kalk filtern, also auch nur in Grobpartikeln. Ja. Aber trotzdem ist der Vergleich krass. Also ich habe halt viele grobe Partikel wahrscheinlich gehabt, weil hier ist es gar nicht kalkhaltig. Ja. Es ist halt wirklich von auch Wasserleitung zu Wasserleitung teilweise unterschiedlich, was an Kalkrückständen im Wasser ist und in welcher Form dieser Kalk eben auch vorkommt. Aber letztendlich ist ja Kalk nichts anderes als Zusammensetzung von Mineralien, also durchaus auch gesund. Mhm. Und deswegen war es auch nicht unbedingt unsere Philosophie, Kalk filtern zu wollen. Ja, ist halt einfach nur ätzend, wenn es immer am Wasserkocher hängt. Exakt. Also auch dafür haben wir eine Lösung. Wir haben eine Kalkpatrone, die Korkan-Sortiment, die wir dann wirklich auch empfehlen, wenn das Kalkproblem wirklich riesig ist und die Leute halt wirklich sehr viel Zeit damit verbringen, Kaffeemaschinen und Wasserkocher zu entkalken und es einfach tierisch nervt. Aber die ist halt nicht so leistungsstark gegen Schadstoffe wie die Co-Plus-Patrone. Ja. Leider lassen sich diese beiden Techniken halt nicht so einfach in einer Patrone verbinden. Ja, und ich muss sagen, ich bin, was mein Kalkproblem angeht, auch jetzt mit der Base-Variante, sage ich jetzt mal, super zufrieden. Mhm. Es hat sich schon extrem verbessert. Wie würdest du denn jetzt den Vergleich sehen? Jetzt haben wir ja verglichen Leitungswasser und gefiltertes Leitungswasser. Wie würdest du denn den Vergleich sehen, wenn man jetzt sagt, euer Filtersystem, euer Wasser im Vergleich zu dem Handel? Wasser, was es so in Plastikflaschen und in Glasflaschen, in Getränkemärkten und Supermärkten so gibt. Ja, das kann man nicht so einfach, nicht so pauschal beurteilen. Es kommt immer so ein bisschen auch auf den Blickwinkel an. Mhm. Aus gesundheitlicher Perspektive gibt es wirklich tolle Wässer aus Glasflaschen, wie Lauretana oder St. Leonard. Ja. Dennoch muss man halt immer beachten, dass dieses Wasser eben auch erstmal abgezapft, abgefüllt werden muss, dann in den Supermarkt oder Getränkemarkt transportiert wird. Das hinterlässt immer einen CO2-Fußabdruck. Und bei Plastikflaschen ist es zum Beispiel auch so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass diese Flaschen nicht zwangsläufig dicht sind. Also irgendetwas, man vermutet Östrogene, ins Wasser quasi abgegeben wird. Deswegen bin ich jetzt kein großer Fan von Plastikflaschen und schmeckt gar nicht mehr. Man schmeckt immer diesen Kunststoff mit. Absolut. Also in der Summe ist es so, wenn man es mal zusammenfasst, ist unser gefiltertes Leitungswasser in unseren Augen aus gesundheitlicher, aber auch aus klima- und umweltpolitischer Sicht einfach die ideale Lösung. Und deswegen bieten wir es halt eben auch in dieser Form so an. Ja, und ich finde auch, eins sei noch gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt top. Mhm. Wenn man halt schaut, was normalerweise ich ausgegeben habe für Wasser, jetzt rein finanziell betrachtet, noch gar nicht mal die Tatsache, dass man das alles schleppen muss und so es jetzt praktisch daheim hat, ist es halt wirklich, wirklich super, super interessant, finde ich, für jedermann. Wie häufig muss denn dieser Filter gewechselt werden? Ich meine, da lagern sich ja dann diese ganzen Partikel ab. Der muss ja irgendwann, ist er ja wahrscheinlich verdreckt und muss dann ausgetauscht werden. Genau, alle 6 Monate muss man eine Patrone wechseln. So können wir auch Bakteriensicherheit garantieren, solange der Filter natürlich anleitungsgetreu behandelt wird. Und diese Bakteriensicherheit und auch viele andere Fakten können wir übrigens auch in 12 Zertifikaten, Gutachten und Langzeitstudien belegen und die sind alle auf unserer Website auch abrufbar. Ja, cool. Also auf der Website unbedingt mal reinschauen, da gibt es nämlich unterschiedliche Modelle auch zu unterschiedlichen Preisen. Ja? Also es gibt zum Beispiel eine Version, für die habe ich mich jetzt entschieden, das ist die Base-Version. Die finde ich super, super praktisch. Die kann man nämlich unter dem Waschtisch einbauen, sodass man den Wasserfilter auch nicht sieht. Ja? Was ich dann auch noch gewählt habe, ist ein 3-Wege-Wasserhahn.
dass man quasi auf der einen Seite, das blende ich mal kurz als Bild ein, den Wasserfilter, Wasserhahn hat zum Aufdrehen und Zudrehen und auf der anderen Seite hat man das ungefilterte Leitungswasser. Das benutze ich, wenn ich zum Beispiel mal Geschirr abspülen muss und auch einen Wasserdruck brauche, weil man muss dazu sagen, dass das gefilterte Leitungswasser etwas langsamer rauskommt. Und so habe ich eben diese beiden Versionen, habe keinerlei Einschränkungen und kann weiterhin eben sowohl mit Druck abspülen als auch das Wasser, das gefilterte Wasser nehmen zum Kochen, zum sauber machen und natürlich auch zum Trinken. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also ich bin mega, mega happy damit, muss ich sagen. Jetzt ist es ja so, wir haben ja gerade über diese Base-Variante gesprochen, die ich ja auch habe. Da ist beim Auspacken mir aufgefallen, dass die ja schon noch auch Plastikpartikel oder Plastikteile enthält. Kann man denn ausschließen, dass dieser Plastik auf das Wasser auch übergeht? Also wir verwenden bei unseren Geräten ausschließlich hochwertigen Kunststoff. Ja. Das heißt, der ist natürlich auch auf jeden Fall 100% BPA und weichmacherfrei, aber auch generell einfach dicht. Und darüber hinaus muss man aber auch sagen, findet die Filterung letztendlich ja erst nach der Berührung mit diesem Kunststoff statt. Es gibt im Nachhinein noch kleinere Berührungen mit Dichtungsringen und kleineren Teilchen, die lassen sich nicht vermeiden. Die gibt es auch bei Edelstahlfiltern, diese Dichtungsringe. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, die Filterung findet eigentlich nach der Berührung mit dem Kunststoff statt. Und da wir ja auch vorhin schon darüber gesprochen haben, filtert die Patrone Mikroplastik. Also man ist sich darüber hinaus eben auf dieser Ebene auch sicher. Aber wie gesagt, da wird nichts abgegeben. Perfekt, perfekt. Also wie gesagt, ich bin mega, mega happy. Man kann es vielleicht schon daran sehen, dass ich dieses Glas einfach jetzt während des Videos weggetrunken habe, weil es mir einfach so gut schmeckt. Ich bin wirklich super happy damit. Ich kann das von allem, vom besten Wissen und Gewissen, kann ich das auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde auch eure Firmenphilosophie top, wirklich super nette Menschen, sehr, sehr, wie soll man sagen, freundlich, kommunikativ und auch modern und nachhaltig. Das muss man auch mal da dazu sagen, unabhängig von dem tollen Produkt. Und wir mit dem Stefan haben auch eine ganz, ganz tolle Aktion für euch vereinbart, sodass ihr auch ein bisschen sparen könnt, wenn ihr euch für die Filtersysteme interessiert, könnt ihr mit dem Gutscheincode, den werde ich euch auch nochmal unten einblenden und in die Infobox schreiben zum einfachen Kopieren. Der Gutscheincode heißt Lana und da könnt ihr ab einem Bestellwert von 150 Euro so eine Wasserflasche, so eine Bottle umsonst bekommen und die ist echt sehr, sehr praktisch. Die füllt man sich einfach ab, lässt sie dann stehen und kann dann immer wieder was trinken, beziehungsweise sie ist auch super praktisch zum Mitnehmen. Und die gibt es eben gratis dazu. Ansonsten ist das Ganze, glaube ich, auch versandkostenfrei. Ne? Die Filterpatrone, die Wechselpatrone ist versandkostenfrei. Genau. Alle 6 Monate. Die Erstbestellung allerdings nicht. Da fallen ganz normal Versandkosten an. Okay, okay, perfekt. Also, wie gesagt, nochmal mein Herzenswunsch, The Local Water. Ich bin super, super happy damit. Vielen, vielen Dank an dich, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, auch in der jetzigen schwierigen Situation, sage ich jetzt mal, wo du leider nicht live dabei sein kannst. Glaube ich, haben wir das Beste draus gemacht. Meine Herzensempfehlung, schaut es euch unbedingt an und überprüft mal eure Wasserqualität zu Hause, indem ihr einfach mal so einen Test macht. Denn meistens ist uns gar nicht bewusst, was wir so täglich alles in uns führen. Und ich hoffe, dass dieses Video auch ein bisschen für Aufklärung sorgen konnte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao. Eure Lana. Tschüss.